Also in meinem Fachbereich, der Astrophysik und Astrobiologie, wird es vor allem darum gehen, oder hoffentlich darum gehen, anderes Leben im All zu finden, die Frequenz rauszufinden, wie oft so Leben entstehen kann, rauszufinden, ob wir alleine sind, ob es viel, ob wenig Leben im All gibt. Das sind, glaube ich, so die großen Forschungsfragen in meinem Fachgebiet, die in den nächsten 20 Jahren beantwortet werden. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine bessere Kommunikation der Wissenschaft mit der Gesellschaft und vor allem auch nicht so von oben herab, nicht einfach sagen, okay, das sind die Fakten, schluckt die, sondern wirklich den Leuten oder der Gesellschaft beibringen, selber wie ein Wissenschaftler zu denken, selber kritisch zu sein, selber zu hinterfragen, was sind meine Quellen, selber die Schlüsse aus den vorhandenen Daten zu schließen. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe von der Wissenschaft, dieses Wissen zu vermitteln. Ja, liebe Senior Scientists, bitte denkt daran, die Akademie ist nicht mehr, wie sie vor 40 Jahren war. Vieles hat sich verändert, vieles wird sich verändern und helft uns, die uns Jüngeren in der Akademie in der Zukunft genauso tolle Wissenschaft zu machen wie ihr in den letzten 20 Jahren. Ich denke, eine Frage, mit der sich die Wissenschaft in Zukunft beschäftigen sollte, ist, wie wir mit persönlichen Daten umgehen, wie wir Ethik in der Wissenschaft auch wieder noch weiter besser verankern, genau, und die ethischen Standards auch von Persönlichkeitsrechten wahren. Ja, ich denke, die Wissenschaft muss mehr in der Mitte der Gesellschaft verankert sein. Wir müssen Ergebnisse aus der Wissenschaft besser an die Allgemeinbevölkerung kommunizieren und diese mehr auch in den wissenschaftlichen Prozess einbeziehen. Liebe Senior Scientists, ich wünsche mir, dass Wissenschaft transparenter abläuft, dass es weniger Hierarchien gibt und dass auch die Arbeit von Young Researchers gefördert wird und gewürdigt wird. Ich denke, dass es natürlich große Herausforderungen gibt in Umwelt und im Bereich von Umwelt und Klimawandel. Dabei ist es auch so, dass es viele Möglichkeiten gibt, um mehr zusammenzuarbeiten. Und dabei, wenn man an die Möglichkeiten von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz denkt, ist, glaube ich, die Frage auch, wie man die Fähigkeiten von Rechner und von Menschen gut kombinieren kann. Also was können Rechner gut, was können Menschen gut und wie macht man die Zusammenarbeit am besten? Ich denke, dass es sehr gut ist, wenn die Wissenschaft auch gut erklärt an die Gesellschaft, was sie macht und was die Möglichkeiten davon sind. Auch auf eine Art, dass es verständlich ist für Menschen, die selber nicht in die Wissenschaft tätig sind. Andererseits muss man damit auch nicht übertreiben. Ich arbeite im Moment in den Niederlanden, wo immer alles auch von der Gesellschaft finanziert und als wichtig gesehen werden muss. Und dann vernachlässigt man vielleicht die Grundforschung. Und es ist sehr wichtig, dass man dafür auch Zeit aufwendet, weil oft kommen die unerwartete und wichtige Sachen daher. Ich hoffe, dass wir in die nächsten Jahren sehr viel Wert auf Qualität legen können und ein bisschen weniger auf Quantität und auch achten auf andere Arten, auf denen man zur Forschung beitragen kann, so wie das Schaffen von Daten, von Methoden und natürlich auch immer noch Publikationen. Ich bin überzeugt davon, dass Wissenschaftler eigentlich wissen, was relevante Fragen sind für die Gesellschaft oder für ihr Forschungsgebiet, aber dass sie heutzutage ganz oft wegen antiquierten Praktiken und irgendwelchen Anreizen davon abgehalten werden, das zu tun, was eigentlich relevant ihrer Meinung nach ist. Wenn man davon wegrücken würden und sie lassen würden, das tun lassen würden, was wirklich relevant ist, dann glaube ich, würde das System sich das schon selber einnorden.
Also Wissenschaft läuft ja Gefahr, im Laufe der Zeit immer spezialisierter zu werden. Und wenn ein Wissenschaftssystem immer spezialisierter wird, dann entfernt es sich immer weiter von dem, was der Rest der Gesellschaft versteht. Und damit ist eine große Aufgabe für die Wissenschaft, diese immer weiter werdende Distanz zu überbrücken und stärker in eine Übersetzungsarbeit reinzugehen und der Gesellschaft zu erklären, warum das, was sie tut, eigentlich relevant ist. Was ich mir wünsche, wären mehr schräge Ideen und mehr Mut für schräge Köpfe. Leute zu fördern, die jetzt nicht unbedingt die Apparatschiks sind, die genau das wieder machen, was schon in den letzten 50 Jahren gemacht wurden, sondern die wirklich mal was Neues ins System reinbringen, auch wenn es nicht wirklich angepasst ist und vielleicht mal aneckt. Ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen, wie zum Beispiel Klimawandel, Umweltschutz, aber auch Innovation, vor allem technische Innovation, eine große Rolle spielen werden. Des Weiteren wünsche ich mir, dass immer Freiraum für High-Risk, High-Gain-Projekte geschaffen werden wird, sodass man dieses Out-of-the-Box-Thinking fördert, wodurch sich eventuell auch neue Wissenschaftsrichtungen erschließen werden. Die Wissenschaft sollte einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen, sodass sowohl auf Seiten der Wissenschaftler als auch auf Seiten der Gesellschaft ein größeres Interesse an der gegenseitigen Arbeit besteht und ein besseres Verständnis für das, was die Wissenschaftler machen, in der Gesellschaft vorhanden ist. Ich wünsche mir, dass die Senior Scientists heute sich auch weiterhin für die Anliegen und Wünsche der Juniors einsetzen, denn sie waren selber mal welche und dass diese Denkweise sie auch weiterhin verfolgen. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass sie ihren Einfluss, ihre Reputation benutzen, um die kritischen und kontroversen Fragen auch in der Öffentlichkeit und Politik diskutieren. Ich glaube, die Wissenschaft der Zukunft verhandelt Fragen nach einer humanen und ökologischen Gestaltung des Lebens. Mit der Transformation eigentlich von einer sektoriellen hin zu einer postdisziplinären Forschungskultur werden die Forschungsgegenstände selbst eigentlich in den Vordergrund rücken. Das heißt also Nachhaltigkeit, die Relationalität sowie Soziotechnizität der Welt. Gleichzeitig aber auch ihre methodischen Zugänge, also Formen der KI-Forschung, aber auch zum Beispiel Netzwerke, die dann die neuen Kristallisationspunkte der Forschungspraxis bilden. Ich glaube, die Gesellschaft der Zukunft sollte eigentlich die Diversität und Komplexität der Welt Rechnung tragen. Und das kann sie oder tut sie, indem sie sozusagen die Bedingungen der Repräsentation hinterfragt und eine Kritik an den aktuellen strukturellen Deutungsmächten vornimmt. Ich wünsche mir, dass die Wissenschaft schon jetzt offen und einladend ist für neue Gegenstände, Methoden und vor allem für den Nachwuchs. Vor allem eine Frage sollte meiner Meinung nach die Wissenschaft in Zukunft beschäftigen, nämlich wie verschaffen wir uns gegenüber sogenannten alternativen Fakten wieder mehr Gehör? Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Wissenschaft wieder eine selbstverständlichere Rolle in der Gesellschaft einnimmt und ihr nicht von ja doch erheblichen Teilen der Gesellschaft die Existenzberechtigung ja abgesprochen wird. Falls Sie in Zukunft vielleicht in leitender Position sind, ein Forschungsteam haben, dann sorgen Sie doch in Ihrem Team in Zukunft dafür, dass dort die Bedingungen wissenschaftlichen Arbeitens herrschen, die Sie selbst früher gerne vorgefunden hätten. Bei mir fallen hier
in erster Linie drei grundsätzliche Fragen ein, die die Rahmenbedingungen der Wissenschaft betreffen. Zum einen, wie können wir unsere Arbeit besser kommunizieren? Wie erreichen wir jeden Einzelnen besser und werden letztendlich auch glaubwürdiger? Der zweite Punkt, wie können wir die Qualität in der Forschung wieder ein bisschen steigern und über die Quantität stellen? Ich denke hier vor allem an die Ausbildung im Studium und in der Promotion. Ich bin der Meinung, dass viele Studenten und auch Doktoranden so ein bisschen auf Fließband produziert werden zum Teil, die dann auch keine Perspektive später in der Wissenschaft finden. Genau, da müssen wir vielleicht wieder ein bisschen strengere oder andere Ausbildungswege finden. Auf der anderen Seite auch der aktuelle, ich nenne es mal Publikationswahn, wo wir vielleicht wieder mehr zu qualitativen Messinstrumenten kommen müssen, weg von Publikationsmenge und Zitationen, Impactfaktoren, um jeden einzelnen Wissenschaftler zu bewerten. Ja, und als letzten Punkt noch sollten wir uns vielleicht die Frage stellen, wie angemessen der klassische Ausbildungsweg eines Wissenschaftlers heutzutage noch ist, also klassisch von Studium über Promotion und die Postdoc-Phase. Ist es für jeden Wissenschaftler, um ein guter Wissenschaftler zu sein, auch wirklich der notwendige ideale Weg, über diese klassischen Ausbildungsstufen zu gehen? Oder gibt es vielleicht alternative Wege, um ein guter Wissenschaftler zu sein? Ich bin der Meinung, auf jeden Fall, wir müssen uns der gesamten Breite der Gesellschaft wieder mehr nähern, jeden Einzelnen erreichen. Wie schon in der ersten Frage auch ein bisschen beantwortet, Akteure besser einbinden und in vielen Bereichen auch bedarfsorientierter forschen. Also weniger zum Selbstzweck, sondern uns wirklich anschauen, was ist der Bedarf auch in der Gesellschaft, um Forschung zu betreiben. Also spontan wünsche ich mir vor allem eine Sache: werdet offener, teilt eure Gedanken, teilt eure Daten, teilt eure Ideen und sprecht miteinander, sowohl mit dem Nachwuchs als auch mit Konkurrenten. Ja, wir müssen besser kommunizieren und zusammenarbeiten. Und ich habe in meiner relativ kurzen Laufbahn leider schon sehr viel Egoismen und Vorbehalte unter den Seniors erlebt. Da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Offenheit. Ich denke, das ist zum einen der Klimawandel, der sicher viel Einfluss auf die Naturwissenschaften haben wird, und zum anderen die künstliche Intelligenz, die auf alle Bereiche sich sehr stark auswirken wird, woraus sich dann wahrscheinlich auch viele ethische Fragen ergeben. Aus meiner Sicht hat die Wissenschaft in der Gesellschaft zwei wichtige Aufgaben. Das ist zum einen der Wissenserwerb und zum anderen die Gesellschaft zum kritischen Nachdenken anzuhalten. Und ich denke, in dem zweiten Punkt könnte man wieder etwas verstärkt drangehen. Haben Sie Mut, auch langwierige und riskante wissenschaftliche Projekte anzugehen? Also die wichtigen Fragen in der Wissenschaft werden definitiv Fragen über künstliche Intelligenz und der Klimaschutz sein. Und in meinem eigenen Fach, in dem es geht um Quantenkommunikation und energieeffiziente Kommunikation, wird das, denke ich, auch in Bezug auf Klimaschutz einen wesentlichen Bestandteil der relevanten Fragen sein, wie wir effizienter und energiesparender kommunizieren können. Ja, ich glaube, die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft sollte sich dahingehend verändern, dass wir offener sind und quasi den Elfenbeinturm verlassen und lernen, besser zu kommunizieren. Was auch bedeutet, dass wir in den Universitäten viel mehr Wert legen müssen, zu lehren, wie man gut zu der Öffentlichkeit und zu seinen Kollegen kommuniziert und korrekt wissenschaftlich arbeitet.
Ich wünsche mir, dass die Wissenschaft in Zukunft Wege findet, in der Bevölkerung Vertrauen aufzubauen, um Tendenzen wie Verschwörungstheorien und postfaktischem Denken, die sich in der Gesellschaft heute breit machen, entgegenzuwirken und dadurch wieder in wichtigen Fragen die Grundlage zu schaffen, etwas zu verändern. Also ich denke, für die Wissenschaft wird immer zentraler werden, aufgrund der Digitalisierung, ethische Fragestellungen, rechtliche Fragestellungen, wie man mit Daten umgeht, Datenschutz und ansonsten im Zuge der Globalisierung natürlich auch Fragen wie Migration, Integration von Immigranten, Umwelt und Gesundheit. Ja, ich denke, sie sollte sich ändern. Ich denke, die Wissenschaft sollte eine größere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Dahingehend, dass sie mehr Wissenschaftskommunikation halt betreibt, auch in die Gesellschaft hinein und damit vielleicht auch dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft demokratischer wird und vielleicht auch Themen wie Gleichstellung dadurch angefasst werden. Liebe Senior Scientists, ich würde mir wünschen, dass ihr oder sie Mut dazu habt, unkonventionelle Ideen vielleicht von den Young Scientists aufzugreifen und diese zu unterstützen. Ja, meiner Meinung nach ist ja mittlerweile unstrittig, dass der Klimawandel stattfindet. Ich denke, die Wissenschaft soll sich in Zukunft damit beschäftigen, welche Auswirkungen der Klimawandel hat, wie wir uns darauf vorbereiten, aber vor allen Dingen, wie wir als ganze Gesellschaft nachhaltiger werden können. Ich denke, dass die Wissenschaft stärker in den gesellschaftlichen Diskurs einsteigen sollte und nicht nur als stummer Faktenlieferant dienen kann. Und dass gerade in den Zeiten, in denen wissenschaftliche Fakten gerne umgedeutet und instrumentalisiert werden, müssen wir selber unsere Fakten und Daten in der Öffentlichkeit bekannt machen. Ich wünsche mir, dass Sie sich in Ihre Zeit als Doktorand und Postdoktorand zurückversetzen. Ich denke, das sollte sein, wie kann ich meinen Forschungsprozess möglichst offen und transparent gestalten, sodass meine Forschungsergebnisse nachvollziehbar und nachnutzbar für andere sind. Gerade ist es so, dass ein Großteil der Wissenschaft aus öffentlicher Hand finanziert wird. Das heißt aber nicht, dass die Öffentlichkeit im Umkehrschluss Zugriff auf einen Großteil der wissenschaftlichen Ergebnisse hat. Und dieses Missverhältnis sollte sich ändern. Ich denke, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, wissenschaftliche Ergebnisse teilen zu können, bewerten zu können. Dafür müssen Ergebnisse nachvollziehbar und nachnutzbar sein. Deshalb im Sinne von Open Access und Open Science sollte sich die Wissenschaft weiter öffnen. Ich denke, dass auch Senior Scientists weiterhin offen bleiben sollten, zuhören sollten und auch teilweise selbstkritischer sein sollten. Auch wenn das System gut für sie ist, heißt das nicht, dass es insgesamt gut ist oder dass es halt eben auch für alle gut ist. Und manche guten Ideen lassen sich viel leichter vervollständigen oder realisieren, wenn nicht nur bottom-up etwas passiert, sondern auch top-down. Auf jeden Fall alle gesellschaftlich wichtigen Fragen, wie zum Beispiel Klimawandel, Digitalisierung. Und die Wissenschaft sollte eben nicht in ihrem Elfenbeinturm verharren und ja, einfach ihre wissenschaftlichen Fragen, die sonst keinen interessieren, beantworten. Oder auch, was oftmals in ingenieurswissenschaftlichen Fächern der Fall ist, zum reinen Dienstleister der Wirtschaft werden. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man im Moment den Einfluss der Wissenschaft zum Beispiel auf die Politik sieht, am Beispiel Klimawandel, alle Wissenschaftler sind sich im Prinzip einig, dass dringend was geschehen muss, aber es geschieht einfach nichts. Also muss sich die Rolle der Wissenschaft diesbezüglich
ändern, dass sie mehr Einfluss bekommt auf wichtige Entscheidungen. Und was vielleicht auch noch wichtig wäre, dass der Wissenschaft eigentlich inhärentes Skeptizismus, der ja bedeutend ist für die Wissenschaft, dass das als Denkmuster früh gelehrt wird und auch möglichst wichtig wird und dass eben nicht mehr ein Günther Jauch da sitzen kann und sagen kann, ich kann kein Mathe, aber das ist auch gut so. Bitte denken Sie auch an den Nachwuchs und sehen Sie ihn nicht nur als billigen Paper-Produzenten. I think that science will, that the biggest question is where the scientists will fit in the scientific process. So first determining where to ask the questions before what the questions can possibly be. I think science must become more integrated in society to solve the biggest, most pressing questions. Science needs to become part of not just the laboratory, but how we live, especially in terms of the built environment. I think for senior scientists, the key is to be open and adaptable to the changes that science must face in the future. So openness to sharing to other generations, not just their own. Vertically through the system.